Servus Leute, willkommen zurück zu Life is Strange und das, was hier abläuft, ist tatsächlich strange. Ich habe mich ein bisschen beruhigen können. Ich wollte eigentlich Internet surfen, aber mein Internet geht gerade nicht. Ja, es ist jetzt 3 Uhr morgens, ich wollte mich ein bisschen beruhigen, aber wegen dem Wetter draußen, weil bei uns der übelste Schneesturm überhaupt herrscht anscheinend. Funktioniert das Internet nicht mehr und leider, weil ich nicht nachgedacht habe, habe ich für meinen Internetanbieter kein Guthaben geholt. Das heißt, mein Internetanbieter geht nicht, weil mir das Guthaben fehlt und der Internetanbieter meiner Mutter geht nicht, wegen der Verbindung draußen. Also wahrscheinlich Verbindungsstörungen wegen dem Wetter. Toll, oder? So toll wie das hier. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I am when your mom is away. I'll let her know that. Das wird immer kranker hier. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the two So Max, ich bin noch gar nicht da. Warum dich dieses Katzel? Ich kann auch nicht aufstehen, ich kann gar nichts machen. Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious grub for us you to are feast upon. ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Hä? Keys, please. Ah! Oh! Zum Henker. Lock up after I leave. Play nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max. Ich will eigentlich gar nicht gucken. William, hey Max. Grüßt du Chloe und Joyce von mir? Vergiss nicht zu erwähnen, dass du mich hast sterben lassen. Ja, das ist tatsächlich so eine Art Hölle. Also was anderes kann ich mir gerade nicht erklären, als dass das so eine Art Hölle sein soll. Warum sitze ich? I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Wollte gerade fragen, ob das wieder Realität ist, aber offensichtlich Oh nicht. Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. So who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hella lame. Max should see me make a move on you. Come here. God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive?
Life is so not fair. I wish she would have never come back to Arcadia Bay. You're the real Storm. Es ist vorbei. Diese kranke Scheiße. Tasten fällt, um hier rauszukommen. Okay, es ist noch nicht vorbei. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass hier kein Tastenfeld war. Also ich glaube, ich bin hier im Two Worlds. Sind hier irgendwelche Tasten abgegriffen? Nö. Was zum? Ach du Scheiße. Numbers are all over the place. How will I find the right code? Suche ich mich ja dumm und dämlich. Moment, vielleicht hat es was mit den Fliesen zu tun. Ich brauche nochmal zwei so Fliesen. So, hier die beiden. Das beunruhigt mich gerade total, dass keine Musik da ist. Ändert sich jetzt wieder der Raum? Nee. I'll be so grateful if this is the last digicode. Wem sagst du das? Okay, 7404. Versuchen wir es damit. Warum? Ganz einfach. 74 ist in dem oberen Grauen und 0 und 4 in dem unteren. Also 7404. 7404. War falsch. Was jetzt? Ich kann doch nicht, die können doch nicht einfach von mir verlangen, jeden Code hier durchzuknacken. Die Eingekreisten bringen es wahrscheinlich auch nicht. Moment, der ist. Ne, es bringt auch nichts, der Roma ist auch unterstrichen. Und jetzt? Das Spiel hat mich am Arsch. Ah! Danke für den Tipp. Okay. Die Zahl, die ich suche, wird wahrscheinlich nicht. Die Zahl, die ich suche, wird wahrscheinlich gespiegelt. Ah, hier. 0311. 0311. Perfekt, weil seht ihr hier im Spiegel. Das heißt. Moment, das spiegelt die Seite wieder. Genau, die da. Diese Zahl da. Gut, raus hier. Don't kill us, Max. I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life in California. Ja, aber niemand von denen bewegt sich. Ich habe andere Klamotten an. Und. Now I'll die. I was happy just being your friend. So this is how Max gets her revenge. Like I told you before. Honey, I always old fisherman breaker, breaker. Never die. Thanks for saving me. Well, that's a big deal. Der Direktor ist auch hier. Don't let the squirrels. Max. Don't let me die like this. Sollte nicht so laut sein. Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends, and I've used my powers for good.
Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? You're just another puppet. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head! She knows what we went through together this week, and you don't! There's no way you can break up our team! This is reality! After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Wieso hat dieses Spiel so einen Psycho-Touch auf einmal? So ein Horror-Ding. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit up, this song fucking rules. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Okay, die ganzen Szenen, die wir schon erlebt haben. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Ich bin grad... What the hell is this? Snowflakes? Or a storm is coming? Max, start from the beginning. Ich hoffe einfach, wenn ich da hinten zum Leuchten komme, dass alles vorbei ist. Ich fühle mich gerade nicht in der Lage, irgendwie eine klare Entscheidung zu treffen. Allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. Ich fühle mich gerade wie hier bei okay, girl one. Show me the jetzt fällt's mir nicht mal ein, ich bin so kaputt, ich kann nicht mal mehr denken. Die da in der Zukunft oder Vergangenheit oder was weiß ich was, das war Chloe. Wo sie im Rollstuhl oder hier im Bett unfähig sich zu bewegen, ihr wisst schon, war. So fühle ich mich gerade, als ich diese ganze Szene da miterlebt hatte. Das hat jetzt irgendwie noch einen krasseren Effekt. Oh. Gott. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, was zum Henker? My powers might not last, Chloe. Danke, dass sie mich nicht durchlässt. We will. Forever. Oh, da kann ich vorbei. War dieser Gang hier vorher schon da? Ich check hier gar nichts mehr. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Max, you better come check out these files. Ich glaube, ich sollte einfach gehen. Wir kennen die ganzen Szenen schon. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist noch ein Psychoknick. Ja, das ist schön. If
feels like it. I double dare you. Kiss me now. Damn. Ja, als wir sie geküsst haben. Now I can text Warren and tell him he doesn't. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast of Big Sur and beyond? I know. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Dude, I'm so lucky that my father is cool. Max, you are being so it's weird. Oh, ja, das meine ich. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit. Diese Chloe gefällt mir auch. This is seriously the best. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. Ja, danke. Erinnere mich noch mal daran, was ich getan habe. I'm so glad you're here. Jetzt kommt gleich die Detektivarbeit. Oh, das ist quasi so ein Rewind des gesamten Spiels. Ja, nicht. Bin ich jetzt endlich da? Max, this is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to... Fuck that! No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever
wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Also ich glaube, das ist die letzte Entscheidung. Ich bin gerade so kaputt, ich kann gerade keine Entscheidung treffen. Ich kann es wirklich nicht. Ich bin total mal wieder neben der Spur. Ich könnte eine Münze schmeißen, aber... ich habe echt keine Ahnung. Deswegen... auch wenn ich Chloe sehr mag. Wirklich. Und dass diese ganzen Wichser da in diesem Dorf oder was auch immer uns so behandelt haben und dies eigentlich, wenn sie so reagieren und so weiter, es nicht verdient haben. Aber andererseits, wenn Chloe von Nathan erschossen wird, wer weiß, was dann sich alles ändert. Weil das war ja relativ zu Beginn. Chloe, ich mag dich so sehr, ich weiß, es tut mir leid, aber ich werde deinen Wunsch erfüllen. Max, it's time. Chloe, I'm so, so sorry. I don't want to do this. I know, Max, but we have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. But Max Caulfield, don't you forget about me. Never. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho!
Leute. Ich habe Tränen in den Augen. Ich fühle mich richtig schlecht. Mein Brustkorb zieht zusammen. Ich habe einen Stich im Herz. Meine Augen brennen. Ich fühle mich so, als ob ich Chloe auf dem Gewissen hätte. Ja, eigentlich müsste ich jetzt so Resümee abhalten, aber irgendwie fühle ich mich dazu nicht in der Lage. Aber ich versuche es trotzdem so neutral wie möglich zu sehen. Das war Life is Strange. Also, das Spiel hat mir gefallen. Also, wie drücke ich es jetzt am besten aus? Bis zu dem Punkt, wo wir, also bis zu dem Punkt, wo ich Chloe wirklich im Rollstuhl gesehen habe, hat mir das Spiel gefallen. Es war nicht überragend, aber es hat mir gefallen. Ab diesem Punkt, wo sie auf mich zukam, im Rollstuhl, weil ich war nur die punkige Chloe gewohnt, und ab diesem Punkt hat das Spiel einen Knick gemacht, aber ordentlich nach oben. Und es hat mich jetzt mehrfach so weit gebracht, dass ich nicht mehr wirklich entscheidungsfähig bin. Es hat mich emotional so hin und her gerissen, innerlich, dass ich nicht mehr wusste, ob das, was ich jetzt mache, ob die Entscheidung, die ich jetzt treffe, richtig oder falsch ist. Ich wusste gar nichts mehr. Und ja, das spricht eigentlich für sich. Mir fällt gar nichts an. Ich weiß gar nicht, was ich hier großartig sagen soll. Ich bin total durch den Wind. Ich bin sowas von neben der Spur. Auch wenn ich nicht weiß, was das damit zu tun hat, dass nur weil Chloe stirbt, auf einmal ein Tornado nicht mehr kommt. Weil Amerika, da gibt es oft Tornados. Deswegen ergibt das keinen Sinn, aber lassen wir den Sinn jetzt mal weg, weil Zeitreise und so weiter, das ergibt sowieso nicht keinen Sinn. Aber ansonsten, die Grafik fand ich nicht so geil. Also, naja, geht so, weil es ist eine Mischung zwischen realistischer Grafik und so einer Comic-Grafik wie zum Beispiel The Walking Dead. Also, wenn es nur das eine oder das andere wäre, ging es in Ordnung. Aber das hier ist mehr so eine Mischung aus beiden gewesen und beides zusammen passt nicht. Deswegen grafisch hat es mir nicht ganz so gut gefallen. Es geht in Ordnung, aber wirklich grandios war es nicht. Musiktechnisch, ja, ihr werdet viele Lieder nicht hören, weil ich sie entfernen muss, weil Urheberrecht und so weiter. Aber die Lieder waren stimmungsvoll und auch nicht so schlecht. Sie waren zwar nicht so geil, aber sie waren gut. Dasselbe gilt auch für die Hintergrundmusik. Dass ich hier offensichtlich viele Entscheidungen anders hätte treffen können, vor allem die wichtigen Entscheidungen, sowas wie zum Beispiel das Telefon. Wäre ich rangegangen, als ich damit Chloe diesen Imbiss verlassen habe, dieses Two Ways, wäre ich da ins Telefon rangegangen bei Kate, wäre das wahrscheinlich die Route gewesen, womit ich Kate hätte vom Selbstmord bewahren können. Und wäre das passiert, dann wären natürlich viele Sachen anders gekommen, weil eine der Optionen war ja, glaube ich, dass Kate mir Nathans Zimmer zeigt, dann hätte ich es nicht suchen müssen und wer weiß, was noch alles passiert wäre. Und es gab ja mehrere dieser Entscheidungsmöglichkeiten. So war zum Beispiel auch, dass ich Frank hätte erschießen können oder dass ich ihn eben nicht hätte erschießen können, auch wenn die Waffe nicht geladen war. Aber hätte ich ihn zum Beispiel nicht erschossen, so hätte ich nicht die
Waffe abgedrückt, wären die Verhandlungen mit ihm wahrscheinlich besser gelaufen. Und vielleicht wäre er dann noch ein richtiger Verbündeter geworden. Also gegen Ende ist er ein Verbündeter geworden, aber ich kann seine Laune mir gegenüber verstehen. Und alle, die sich hier als die totalen untersten Schubladen entpuppt haben, also alle, die sich hier als totale Deppen und was weiß ich was entpuppt haben, so wie Nathan oder Frank oder sogar Victoria, die haben sich mehr oder weniger alle als kompetent herausgestellt. Und den ich am Anfang so cool gefunden habe, diesen Mr. Jefferson, der hat sich nachher als so ein kranker Bastard ausgepuppt. Das war das Übelste. Also das Spiel hat es geschafft, alle meine Erwartungen komplett umzudrehen. Also nicht Erwartungen, aber alles, was ich dachte, hat es auf den Kopf gestellt. Und noch dazu hat es dann mein Denken mit solchen Entscheidungen und solchen Situationen noch mehr verwirrt. Wow. Ich habe jetzt, ich glaube, 14 oder 15 Parts hintereinander aufgenommen. Ich glaube, das war die längste Aufnahmesession, die ich schon seit langer Zeit hatte. Weil die letzte längste Aufnahmesession war Tales of Vesperia und das waren, glaube ich, 8 oder 9 Folgen. Oder 10, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall waren es nicht 14 oder 15. Ja. Und ich finde es auch toll, dass sie das mit eingebracht haben, von wegen, wer wie entschieden hätte. Das ist auch wie The Walking Dead. Ja, ich habe mich doch bei Steam angemeldet. Ach so, ja. Ich bin nicht bei Steam angemeldet, weil Internet abkackt, deswegen. Ja, deswegen sehe ich jetzt ja nichts. Ich werde versuchen, vielleicht nicht mehr heute, weil wenn das Internet heute nicht mehr funktioniert, kann ich es nicht nachreichen. Aber ich werde schauen, dass ich eventuell morgen, je nachdem wann das Internet wieder geht, ich werde das Video hier jetzt sowieso nicht sofort rendern, weil ich muss die ganzen anderen Sachen auch noch alle rendern. Dann werde ich nachreichen, wer wie entschieden hat. Und dann werde ich bestimmt wieder runterkommen von meinem Film. Jedenfalls, ich hab mich entschieden, Chloe zu opfern. Leider. Also wie gesagt, die Ergebnisse werde ich nachreichen. Die kann man hier jetzt nicht sehen. David hat eine Narbe auf seinem Kampf davongetragen. Keine Narbe. Okay, ich hätte verhindern können, dass ihn dann drüber gezogen wird. David hat Jefferson getötet. Du hast den Trucker gerettet, okay. Du hast Evan. Wer ist denn Evan? Den sehe ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich. Ich habe ihn nicht gerettet. Ich habe Alyssa gerettet, ja. Ich habe den Fischer leider nicht gerettet, weil ich nicht wusste, wie. Ich wollte ihn retten. Aber ich hatte keine Ahnung, wie. Wahrscheinlich hätte ich vorher, bevor ich da reingegangen bin, hätte ich ihn wahrscheinlich irgendwie retten müssen oder so, aber ich war schon drin und ich konnte dann nicht mehr raus und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hätte ihn gern gerettet, weil der Fischer war cool. Du hast Joyce geholfen, den Glauben an David wiederzufinden. Du hast Joyce Meinung zu David nicht verändert. Du hast Frank die Wahrheit über Rachel gesagt. Du hast Frank nicht die Wahrheit über Rachel gesagt. Du hast Warren geküsst. Du hast Warren die kalte Schulter gezeigt. Du hast Warren umarmt. Ich nehme an, dass nicht viele in die kalte Schulter gezeigt haben, aber ihn geküsst. Ich wette, wenn ich zuvor nicht Chloe geküsst hätte, hätte ich jetzt Warren küssen können. Also das ist wahrscheinlich eine dieser Wege, die bestimmt wurden, weil ich Chloe geküsst habe. Ich will jetzt nicht spielen. Entscheidungen? Ja, gut, ich werde jetzt mal gucken, ob das Internet wieder funktioniert. Ich werde es nachreichen.
welche Entscheidungen wer getroffen hat. Und auch wenn man, wenn ihr mich jetzt wahrscheinlich gleich wiederhören werdet, werde ich mich trotzdem verabschieden. Das war mein Let's Play zu Life is Strange. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen Let's Play. Vielleicht. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe den Controller jetzt ausgesteckt, weil ich das Spiel zwischendurch geschlossen hatte, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass es länger dauert, bis das Internet sich wieder stabilisiert. Aber nun gut. Es ist nicht viel Zeit vergangen. Eigentlich wurde nur die Datei abgespeichert, mehr nicht. Wir gehen jetzt zu den Entscheidungen. Vor allem hoffe ich, dass das jetzt laden kann, weil das Internet fällt zwischendurch immer mal wieder aus. So, ich habe mich dazu entschieden, Chloe zu opfern. 52%. Ja, ziemlich ausgeglichen. Weil, es mag zwar hart klingen, aber wenn man mehrere Leben retten kann und eins dafür opfert, dann ist das eine bessere Tat, als wenn man mehrere Leben opfert, um eins dafür zu retten. So, nächste Seite. Gut, du hast eine Narbe auf. David hat eine Narbe aus dem Kampf davongetragen. Wow, 96%, das ist eine ganze Menge. 4% haben es geschafft, ihn irgendwie davor zu bewahren, aber ich habe keine Ahnung wie. David hat Jefferson getötet. Okay, das ist knapp. Du hast den Trucker gerettet. Du hast Evan nicht gerettet. Aha, da war ich wohl ziemlich doof. Ich habe Alyssa gerettet, ja. Ich habe den Fischer nicht gerettet, ja, weil ich nicht wusste, wie. Ich hätte ihn gern gerettet, ihr wisst es, aber es ist Joyce geholfen, ihren Glauben an David wiederzufinden. Hä? Nur 34%? Das ist aber ziemlich wenig. Sag mal, Leute, was macht ihr denn? Du hast Frank die Wahrheit über Rachel gesagt, ja. Haben auch die meisten. Ich habe Warren umarmt. 28%. 5% haben mir in die kalte Schulter gezeigt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ne. So. Ich muss das jetzt alles mit der Maus machen, weil anders geht's gerade nicht. Du hast Daniel, dein Porträt zeichnen lassen, hast Daniel nicht dein Porträt zeichnen lassen. Aha. Moment mal, nee, 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 das ist. Out of time. Nicht gemeldet. So polarisiert, ja. Darkroom. Gab's nicht noch mehr? Ich glaube, das habe ich vergessen zu zeigen, oder? Ich glaube, ich erinnere mich, dass ich irgendwas vergessen hatte zu zeigen. Ich glaube, das da war's. Ich habe den Blau Heha gerettet. Keine Ahnung, ich kann das nicht lesen. Ich habe das Vogelnest nicht angetastet. Auch wenn ich nicht wüsste, wo da ein Vogelnest gewesen sein soll, aber gut. Ich habe auf andere Art. Moment, ich glaube, ich habe das doch gelesen. Ah, ja, ich glaube, ich habe das gelesen. Und falls nicht, dann könnt ihr ja sehen, was alles gemacht wurde. So. Diese 2% sollten sich schämen. Mit 2% gibt es irgendwas, was weniger hat. Wahrscheinlich nicht. Lisa ist eingegangen. Ich glaube, das war die Pflanze und nicht, wie ich irgendwann mal dachte, das Kaninchen. Ja gut, dann will ich hätte hier noch mal
verabschieden. Ich weiß, das ist ein langer Part, aber es ist auch das Finale und warum nicht? Das Finale darf so lang sein. Dann würde ich sagen, das war jetzt zum letzten Mal. Das, also wahrscheinlich nicht zum letzten Mal, aber hier für dieses Let's Play jetzt. Life is Strange. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen Let's Play. Für dich.